Hallo, wir sind endlich wieder an einem roten Teppich vom Filmfest 2019. Aber dieses Jahr habe ich wirklich keine Ahnung. Die besten Ideen habe ich die letzten Jahre schon Anna? Hi! Du bist so in Salzburg normalerweise. Ich habe gedacht, ich rette dich mit einer Idee. Und? Filmfest for Future. Okay, was machen wir dann? Naja, wir fragen die Leute, was sie denken, wie man die Filmbranche nachhaltiger machen kann. Nachhaltiger? Ja! Nehmen wir das Motto heute! Filmfest for Future! Also ich bin ja immer dafür, dass die Frauen das Sagen haben. Ach so! Ich glaube, dann wird alles nachhaltiger. Ah ja? Genau. Du bist ja eigentlich zum Thema heute perfekt angezogen hier, so mit deinem, was ist das für Palmenblätter oder? Danke, ich bin Nachhaltigkeit in Person heute. Ja, da wird auch, glaube ich, schon an vielen Sets was getan dafür. Also ich meine, das fängt ja bei auf Plastik verzichten an und jeder bringt seinen eigenen Becher mit, bis ich wollte gerade sagen, die Generatoren und so, aber ja, da gibt es schon noch was zu tun, auf jeden Fall. Vielleicht nachhaltiger wäre, gute Bücher zu verfilmen, die dann viele Leute angucken, weil dann lohnt sich's nämlich und dann ist allen geholfen. Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Ja, tatsächlich, weil ich bei einer Kollegin das letzte Mal gesehen habe, dass die Filmproduktion die nur noch mit dem Zug schickt, statt irgendwie fliegen zu lassen und Fahrer zu schicken, und das fand ich. Im ersten Moment dachte ich mir, oh, scheiße. Und im zweiten dachte ich mir, aber eigentlich ganz cool. Zum Beispiel, es fängt bei den kleinen Dingen an. Ja. Porzellanteller beim Catering, echte Gabel, jeder soll seine Tasse von zu Hause mitbringen. Und dann hat man am Schluss ein Geschenk gekriegt, eine Tasse, eine Stahltasse, unverwüstbar, damit man sozusagen sein Lebtag lang mit dieser einen Tasse bis am Sterbbett seinen Kaffee mit Grog draus trinken kann. Ich habe immer mit der Tasse gedreht, kann man sagen. Man hätte bei mir auch die Wurstsemmeln vermeiden müssen und die Pralinchen und das Eiskonfekt. Es gibt so viel, was man am Set schon vermeiden lassen müsste, weil man ja dann in den Drehpausen unnötig zuschlägt. Oder, ja gut, aber das ist halt ein großes Thema. Wie weit gehst du auch bei Kostümen mit Nachhaltigkeit und so weiter? Und das hat halt auch seinen Preis. Aber man könnte so seine eigene Bettdecke mitbringen. Ich weiß nicht. Zum Beispiel, oder? Wenn alles zu Ende ist mit einem Film, dann kommen wir ins Spiel. Das ist wie bei einem Oldtimer. Der ist einmal gebaut worden und seitdem wird er benutzt. Und das ist Tele5. Also wir sind ökologisch extrem wertvoll, weil wir verwerten und verwerten und verwerten und verwerten. Wenn es Nachhaltigkeit irgendwo gibt, dann bei uns. Und was wir tun können, ist spenden. Wir haben eine Aktion. Filmfest for Future. Ja? Ich den Teller und nee, ich halte das über den Teller und du musst eine Grimasse machen und dann spenden wir an Green City. Okay. Wer hat gewonnen? Ich würde sagen, du. Nein, ich glaube, du hast schon sehr gut die Grimassen bekommen. Aber am Ende ist es fast egal, oder? Weil wir spenden an Green City, die haben gewonnen. Ja, stimmt. Green City hat gewonnen. Also wir hätten von Anfang an nur verlieren können. Green City hat gewonnen. Nein, warte. So schnell kommst du nicht aus der Nummer raus, weil ich möchte noch eine Grimasse von dir auch haben.